Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Crash Bandicoot mit der ersten Insel, immer noch mit der Wumpa-Insel. Mein Name ist Christian Eschel 3000 und ich begrüße euch bei einer weiteren Folge von Crash Bandicoot Let's Play. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, eine ganze Folge in dieser nativen Fortress. Naja, ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock habe, das weiterzumachen. Aber wir müssen irgendwann mal hier weiterkommen und ich denke mal, wir probieren es einfach mal. Und ich meine, ich habe jetzt mal ein Leben mal dazu geholt, mal so eine Zeitquest abgeschlossen, die allererste. Ist ja auch nicht schwer. Aber naja, abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Irgendwie muss es ja klappen. Und bevor wir uns komplett hier komplett rausballern. Wie soll ich sagen? bevor wir komplett hier die ganze Einstellungssache hier komplett verkeigen. Na, ja. Okay, oder so. Würde ich sagen, probieren wir es einfach mal und bevor wir uns hier noch verskillen. So. Wieder hier. Ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Glück. Das war knapp. Ich versuche mal jetzt mal ohne Level zu verlieren bis zum oberen Checkpoint zu kommen. Dann hätten wir vier verschiedene Versuche. Aber naja. Probieren geht über Studieren, heißt es doch immer so schön, oder Leute? So. Nicht den Mut verlieren. Das ist wahrscheinlich nicht gerade das Gute. So. Ich versuche mal auf sicherer zu arbeiten. Bam. In der Luft. Weg mit dir. So, Feuer, warten. Drecksache, weg mit dir. So, jetzt müssen wir auf die scheiß Feuerstelle springen. Okay, wir haben noch ein Level dazu bekommen. Ja, gut. So. Irgendwie müssen wir das ja schaffen. Ich meine, früher habe ich es doch auch geschafft, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. So. Also ich versuche mal ein bisschen safe zu arbeiten. Ein bisschen safe. Und nicht an der kann wir sterben. So. Shit. Nein! Leben weggeworfen und darunter gefallen. Oh Mann, ey. Zum Katzen. Naja, wir haben jetzt noch nichts verloren in dem Sinne. Wieder mit dir. So. Ja, das Ding ist hier ganz schön gefährlich. So. Okay. Gut. Holen wir uns nochmal noch zwei Leben dazu für oben. Sollte das eigentlich. So. Ja. Ich sag nichts. Konzentration, dann ist man wieder zu safe. Ist dann auch nicht so gut. Da. Zwei Leben dazu. Dann sind wir bei 7. Ne, 9. Stimmt sogar. 9. Okay.
mehr. So, 9 Leben für diese Welt. Das müsste doch eigentlich lang, oder Leute? So. Nein. Okay, wir gehen nochmal ganz runter. Fängt schon wieder an. Ein schlechtes Omen, ehrlich. Ein sehr schlechtes Omen. Na, komm her. So. Oh, Checkpoint. So. Also. Jetzt kommt der schwierige Teil des ganzen Spiels. Ach du Kacke. 9. Weg mit dir. Weg mit dir. Jetzt müssen wir mal über die Feuerstelle springen. Dass wir wieder hochspringen können. Feuerstelle ausrutschen lassen, durchspringen rüber, hier halten. Oh, fuck. So, jetzt kommt die Schaltstelle. Konzentration, meine Herren. Nein! Ach komm, ey. Zum Katzen ist das. Kann doch nicht sein, dass ich halt an der Scheißstelle hängen bleibe. Penner. Konzentration. Ruhig bleiben. Okay, oder so. Oh, wie hoch ich hier springen kann, wenn ich auf das Ding drauf springe. Wieder hier. Oh Mann! Das ist nicht fair. Was mit dir? So eine Scheißstelle, ja, ehrlich gesagt. Extrem abfuck. Yes! Wir haben es geschafft. Checkpoint erreicht. Wie viel Leben haben wir noch? 6 Stück. Oh mein Gott. Endlich. Weg mit dir, du Penner. Leben. Oh, 2 Leben sogar. Nice. So.
Warten, warten. Nein! Ah, wieso mache ich das? Ah. Fuck. Okay, aber egal. Egal, egal, meine Herren. Egal, egal. Checkpoint haben wir. Noch ein Leben kommen. Da da da. So. So, safe. Okay. Na, jetzt kommen wieder schon wieder zwei Abfangen. Drei Stück sogar, ach komm, Leute. Es gibt's nicht, es gibt's nicht. Jetzt habe ich endlich mal den Checkpoint erreicht und was passiert? Wieder. Katastrophe, Leute. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen still bin, aber ich will mich ein bisschen konzentrieren, das Level hier durchzuspielen. So, jetzt kommen die drei Stück. Okay. Ah, Gott. Ausstrecken. Vorbereiten. So. Hat sich ja voll gelohnt. Ehrlich gesagt. Was mache ich denn? Oh Gott. Ich frage mich gerade, wie man das früher gelöst hat. So. Ach, komm! Hey, das ist doch... Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Also das ist echt gemein. Das eine hätte ich fast geschafft, aber in der Luft haben mich die Flammen noch erwischt. Das ist
wo ich schon auf dem Weg da weg war. Das ist dann nicht feierlich. Und so lange Zeit kann ich bei den letzten dreien kann ich mir auch nicht verbringen, weil es dann einfach dann, ja. Ich frag mich. So. Ich kann auch nicht aus. Kann ich. Ich bin mir gerade überlegen, wenn ich da jetzt drauf springe und richtig hoch springe, ob ich über den zweiten drüber springen könnte. Ein Leben. Ah. Oh Gott, ja. Nein, geht eben nicht. Verdammt. Ah. Letzter Versuch, meine Herren. Letzter Versuch. Nach dem Level muss ich wieder komplett von vorne anfangen. Ach, fick dich doch. Das gibt's doch nicht. Okay, also. Muss kurz meine Sachen holen wieder. So. Also, würde ich einfach jetzt mal sagen, jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Keine Pause, sondern es bringt mir jetzt einfach hier nicht weiterzumachen, weil ohne mit wenig Level, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück. Wir müssen uns jetzt einmal haufenweise Levels besorgen. Haufenweise, ja, Level-Ups, also Levels. Levels, wie nennen wir das? Leben. So, oh, was laber ich denn für einen Scheiß? Wir tun uns jetzt aber haufenweise Leben zu organisieren und. Ja. Und dann halt, ja. Ja. Machen wir einfach das da. Fangen wir einfach von vorne an. Gucken wir mal, wo man. Also das mit dem Wildschwein machen wir auf jeden Fall nicht. Da verliere ich ja haufenweise Leben. Wegen dem Scheiß ein Bereich da. Und würde ich sagen. Boah. Schon irgendwie scheiße, ja. Überspringen. Ups. Ja, wenn wir Leben haben wollen, brauchen wir auch Punkte. So, weg mit dir. So. Gab es eigentlich im ersten Level auch schon Level-Up-Level? Ich weiß es gerade nicht. Okay, einen mehr. Die mit Fragezeichen durch jetzt auf am besten gar nicht mal drauf springen. Also durchdrehen mit dem Wirbel. Weil da kann der sich alles anders verstecken. Was war das für ein Kreuzkanal? Scheiß auf die Zeit. Jetzt gucken wir mal, wie viele Kisten ich vergessen habe. Wenn es nur eine ist, dann wäre es cool. Zwei. Nice. Will ich sehen. So. Jetzt habe ich glaube ich gleich alle Kisten. Bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Oh, wäre ja cool. Ja, wir haben alle Kisten. Und den Diamanten.
perfekt. Aber einen Schlüssel haben wir immer noch keinen. So. Haben wir noch ein paar Leben geholt. Ist gar nicht mehr so schlecht. Oh. Aua. Schmerz. In der Hüfte. In der Hüftseite. Underside. The right side. Ja. So, da haben wir hier das erste Level komplett abgeschlossen. Dann nehmen wir hier dieses Level und danach, nach dem Level würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem neuen, ja, mit einem neuen Versuch, das letzte Level zu bestreiten von der Wumba-Insel. Wenn nicht, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Ja. Wir gehen einfach durch. Zeit-Challenge machen wir jetzt erstmal auch nicht. Oh, okay. Wenn man durch die Dinger durchspringen kann, wusste ich jetzt gar nicht. Okay, oh, nochmal. Okay. Ja. Hat mich viel gebracht jetzt, okay. Nein! Genau in diesem Moment hört das Ding auf. So ein Scheiß. Boom. Okay, wir haben 9. Schick. Dann holen wir uns nochmal 2 Level dazu, wenn das jetzt nicht so schwer ist. Ich weiß es gerade nicht. Oder war das erste Level mit Bonus? Ich habe gar keinen Überblick mehr, ehrlich gesagt. Ah ja, okay. Dann passt's ja. Level 11, ah ja, läuft, Leute. Läuft. 3 Kisten, ja, die waren aber wahrscheinlich da oben. Da kam ich nicht hin. Alles klar, okay. Hast du vergessen? Ja, normal. Muss ich mal gucken, wie man da hochkommt überhaupt. Das ist mal eine andere Sache. Okay. Hey Leute, gut, das war's dann erstmal, würde ich sagen, dann komme ich morgen wieder mit der neuen Folge und würde ich sagen, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem allerletzten Level, dann drückt mir die Daumen, dass ich es diesmal schaffe, wenn nicht, dann haben wir hier ein Problem, sonst ist das letzte Let's Play gewesen, alles klar, also dann. Jo, wenn ihr gerne wollt, dass ich dranbleibe bis zum geht nicht mehr, dann abonniert die Kommentare, würde mich freuen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Auch meine Frustmomente momentan im letzten Level. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Nature 3000 mit Crash Bandicoot. Ciao, ciao.